So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und, wir wollten jetzt zu Ronald, denn wir gehen zur Defendo-Herausforderung. Ich weiß jetzt nur nicht, wo Ronald hingegangen ist. Ich glaube nicht, dass du es bist, Harry. Die meisten glauben es, aber ich nicht. Ich glaube immer an mich. Achso, redest du über den Erben. Ja, das, das hoffe ich jedenfalls, dass ich das nicht bin. Aber gut. Gehen wir mit Ron zu Defendo. Herausforderung. Die direkt dort hinten ist. Ja, hat nichts, sonst hätte er mich angesprochen. Sonst hätte er mich schon angesprochen. Nice. Bohnen. Lecker, lecker, lecker. Gut. Gehen wir hier weiter. Glaube ich, dass hier wieder irgendwas versteckt ist bei Sprout. Anscheinend immer mal wieder gerne so, dass Sprout irgendwas versteckt. Mhm. Schon mal eine Bildkarte. Was? Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defendo. Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als erster den Zauber ausprobieren? Gerne, Professor Sprout. Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt's? Richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Siehst du den Zauberstab? Er zeichnet die Form des Symbols nach. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Mhm. Übung 1. Fang an. Oben. Ich glaube, das war definitiv nochmal Gelegenheit bekommen, hinter das Gewächshaus zu gehen. Und das war ein bisschen fies. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Oben, unten, oben, oben. Oben, unten, oben. Oben, unten, oben. Oh, die Musik erinnert mich daran. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Ja, allzu schwer ist das jetzt nicht. Gut gemacht. Du hast alle Übungen hervorragend abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Du beherrschst nun Defendo, Harry. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Nun wollen wir mit der Defendo-Herausforderung fortfahren. Willkommen zur Defendo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf 0, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Weinreben und andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere Öffnungen. Verwende Defendo, um sie durchzuschneiden und dir den Weg frei zu machen. Machen wir. So, wir haben hier hinten aber nichts. Das wäre ja fies oder so. Nicht irgendwie das
irgendein Entwickler hier davon abhalten könnte. Aber es kann ja sein, ne? Das, so. Flipendo! Cool, zwei Bohnen. Sonst haben wir hier nichts. Ja. Das ist definitiv etwas. Es gibt wie viele? 11 Secrets, oh Gott. Okay, 11 Secrets gibt's hier. Mal sehen, ob wir sie alle finden. Ah, okay. Ah, das sieht besser. Unser muss doch nicht allzu schlimm sein. Hier sind auch noch zwei Knöpfe, die man drücken. Kannst du mal gehen? Was ist denn los bei dir? Okay. Also jetzt haben wir es halt reingedrückt, aber bringt uns halt nichts. So, weil wir noch nicht alles haben. Ja, weg. Weg. Los. Ja, weg. So. Glück muss nur einmal aktiviert werden. So, hier haben wir nämlich noch mehr. Aha! Nimm mal eine an. Zweites Secret. Und eine silberne Bildkarte. Sonst haben wir hier nichts und können weitergehen. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Aha. Haben wir das dann auch schon mal geklärt? Defindo! Sehr gut. Rohrklumppilze sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Okay. Defindo! Defindo! Müssen wir das bei jedem Einzelnen da machen? Nein. Defindo! Aber. Hier unten ist was. Das habe ich gesehen. Dumme Sau! Peeves, kannst mich mal. Peeves, ich hasse dich. Das ist jedes Mal Peeves. Wenn du den oberen Teil eines Hurklumppilzes vom Stiel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Ja. Ja, wohin soll ich es werfen? Das ist so die Frage. Befreie dich mal. Das war ein schnelles Ende für dich, mein Freundchen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen blöd. Kommen wir nicht weiter. Aber das stimmt nicht. Kommen hier weiter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das Seil trennen, damit wir da unten wieder durchkommen. Machen wir es doch einmal. So.
Haben wir das nicht toll gemacht? Ich weiß nicht, warum wir das werfen sollten, aber wir können es. So. Bildkarte. Also, dass wir irgendwann nochmal eine Challenge wiederholen müssen, das war mir von vornherein klar, weil ich werde nicht direkt alle Secrets sehen. Wenn wir nochmal alle Bohnen hier bekommen. Ich dachte gerade, er hätte Findo angewandt. Das wäre ein bisschen hart. Oh, die Kriegsmütze. Wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir da drauf sein sollten, aber wir sind nicht drauf gegangen. Also schon, aber wir sind nicht. Also nicht so drauf gegangen. Ne? Wir wissen schon, was ich meine. Wir wissen alle, was ich meine. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern oder verwende die Findo, um die Stiele abzutrennen. So geht das damit nicht. Die Speedrun-Strats, die hier nicht funktionieren. Ah. Sehr gut. Okay. Hier geht's ja noch weiter, sicher. Mal hier runter. Danke für den Frosch. Oh ja, auch nichts, ne? Nö. Nichts. War nur für den Frosch. Mann, gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr, Mann. Als ob ich das mehrmals anwählen kann. Ah, okay, zweimal reicht. Mit die Findo kannst du auch andere Dinge zerschneiden, Harry. Versuch es mal bei diesem Spinnen jetzt. Hab ich. Nein. Oh. Warte, bei Spinnen geht's immer noch nicht. Lumos verwenden können. Schon hier irgendwie hier hoch. Deswegen haben wir hier Lumos. Irgendwas da drüben. Das war ein bisschen sehr naiv. Sehr schön. Es gab gerade auch den einen oder anderen. Oh nein. Ich hab's vergeigt. Glück hatte ich hier gespeichert und nicht danach. So, das heißt, Lumos. Ja, ist schon ein bisschen blöd.
konnte man aber von unserer Position nicht direkt sehen. Da. Aber hey, dafür wurde der Speicherbuch auch nett platziert. Das auch noch! Okay, das, da hätte ich nie was gedacht. Aber stimmt, ja. Hab mich ja gewundert, weshalb dort überhaupt so ein... Cool. Also wir können jetzt nochmal zurück. Dann... Nee. Als ob... Ja, die Secrets, die gefallen mir sehr. Also, auch wenn es manchmal fies sein könnte, ist das Spiel nie unfair. Das ist das Wichtige dabei. Unfair ist das Spiel nie. Okay, da muss der Stein drauf fallen. Das dachte ich mir. Aber wir müssen doch irgendwas noch hier haben.